Es wird wieder einmal Zeit zu leiden, hier bei wunderschöner Musik aus The Legend of Zelda Ocarina of Time, ja. Bei Feuer Mitternacht mit eurem Let's Play Retro und eurem DSD Steve. In den Kommentaren haben wir erfahren, dass diese Welt hier Dungless heißt, also ich meine... Warte, darf ich... Hast du dir mal die Karte angeschaut von Mr. X? Ja, pass auf, also erstmal muss ich sagen, Mystery Lady, es tut mir leid... Ich schaue mich ja schon mal so ein bisschen um, ne? Nach links. Geht nach links, du wolltest uns nach links in den Häuser. Okay, rechts haben wir, glaube ich, schon alles angeschaut, ja. Ne? Okay, wow, gut. Und heute ist gerade mal wieder besonders gut. Na. Ja, bei dir leckt schon wieder? Okay, das ist schade, aber gut, es gibt ja. Jetzt erstmal nichts zu sehen. Genau, und zwar, ich habe Mystery Lady wirklich zugetraut, dass wenn das Spiel auf unterschiedlichen Welten spielen würde, sie nicht so dumm ist, um gleiche Ortsnamen wählt zwischen beiden Teilen. Ich habe einfach Mystery Lady zugetraut, dass man einfach, wenn es dieselben Welten sind, dann gibt es Ortsnamen, die parallel sind, und man jetzt einfach einen anderen Teil der Welt erkundet. Und deswegen sind es halt nur ein, zwei Ortsnamen, die jetzt gleich sind. Ein Arnis, cool. So. Ich habe mir niemals zugetraut, dass sie wirklich vergisst, wie sie eine Stadt in ihrem ersten Spiel genannt hat. Steve und den selben Ortsnamen hier nochmal einbauen. Genau, aber das ist eben das große Problem, dass dieser selbe Ortsname, der ist ja gar nicht derselbe. Also nochmal, bei Helden war es wirklich Endor und hier ist es Eldor. Man muss aber trotzdem dazu sagen, dass in zwei verschiedenen Spielen, die auf zwei unterschiedlichen Planeten spielen, eben zwei Städte einzubauen, die fast identisch klingen. So, ja, und sie hat eben geschafft, hier noch den Rechtschreibfehler einzubauen, dass sie eben auch in diesem Spiel zuerst Endor geschrieben hat. Wodurch du eben denkst, dass du wirklich in demselben Ort bist, bei dem du auch in Helden warst. Ja. Und ich meine, deswegen dachten wir auch die ganze Zeit, dass dieses Spiel hier auf derselben Welt spielt. Ja, aber nein, tut es nicht. Es sind verschiedene Planeten. Und das ist halt einfach lächerlich. Guck mal, hier ist ein Schwert, mit dem wir nichts anfangen können, deswegen nehmen wir es nicht mit. Ja. Das ist, weißt du, und das ist halt einfach nur lächerlich. Das ist einfach so schlecht, so unendlich schlecht. Mit diesen Stäben als Waffe kann ich wohl schwer etwas anfangen. Diese Amulette kann ich aber ganz gut gebrauchen. Okay, hier lag ein Mona-Amulett, ein alter Gral. Cool. Das ist übrigens super. Erstens mal hat er gesagt, die Amulette, mit denen kann er was anfangen. Und dann ist er als einen Gral, was schon mal komplett bescheuert ist, hängt er sich den Gral um den Hals. Ja, ich finde das sowieso ein bisschen komisch. Es ist so, als hätte Mystery Lady nicht so wirklich gewusst, was ein Gral sein soll. Also, ja. So eine Art Pokal sozusagen, ne? Ja. Da gehe ich nicht mehr freiwillig rein. Okay, was auch immer da drin war, ich weiß es schon gar nicht mehr. Wobei, das ist ganz lustig, manchmal auch ein Gral eher für dieses Symbolische steht. Es kann theoretisch gesehen auch wie ein Teller sein. Sozusagen, also fast schon tellerartig. Wenn ihr zum Beispiel mal die ganzen, oh Gott, Grale, Gräle? Ich denke Grale. Grale klingt eher richtig als Gräle. Oh Gott, der ja, Gräle klingt wirklich sehr, sehr falsch. Ja, das möchte ich jetzt wissen. Plural von Gral. Da gehen wir doch mal ganz schnell auf duden.de. Ja, das möchte ich jetzt tatsächlich jetzt wissen, weil es ist so, ganz ehrlich. Mach das, löst dein Problem. Ich fand es eher schade, dass in den Kommentaren noch geschrieben wurde, dass die, dass der Herzinfarkt von Son Goku wirklich überhaupt nichts mit der Kaioken zu tun hat. Siehst du, bam, ja, was so dem ist. Ja, aber, ja, natürlich, aber es ist halt trotzdem scheiße einfach nur schon wieder. Ich meine, wie gesagt, da hätte sich einmal sogar eine logische Stelle ergeben, vom Writing her, und dann wird diese Stelle nicht mit Handkuss angenommen, sondern... Ja, richtig. Na, es muss doch einen... Warum wird mir jetzt hier auf Duden.de nur das Singular angezeigt und kein Plural? Vielleicht gibt es ja keinen Plural, weil es gibt ja nur einen Heiligen Gral. Ja, aber das wäre irgendwie ernsthaft. Guck mal, das ist auch geil. Das sind alles Bücher über diesen Ort und ihre Entstehung. Lesen oder lustlos weitergehen. Bevor wir was sagen, es gibt wirklich kein Plural von Gral. Okay. Krass, es ist wirklich ein Singularwort. Aber, boah, das ist aber echt, das ist komisch, dass es dafür kein Plural gibt. Irgendwie so, weil... Also, das ist ein intuitives Wort, wo ich denken würde, dafür müsste es eigentlich einen geben. Naja, ich meine, bei ganz vielen Sachen gibt es ja sozusagen, also ist es ja überhaupt verwunderlich, dass es ein Plural gibt, weil zum Beispiel ganz viele mythologische Wesen, wie zum Beispiel Medusa, ne? Aber es gibt ja auch Medusen. Obwohl die Medusa ist ja eine Gorgone, ne? Genau, ist ja eigentlich eine Gorgone und Medusa ist sozusagen dann wie ein Eigenname. Ein Name, genau. Wie Lisa oder Julia ist halt Medusa auch. Genau. Aber das gibt es als Pluralwort, was irgendwie total komisch ist. Also davon gibt es ein Plural. Aber eben jetzt von Gral gibt es kein weiter Heilige Gral oder wie. Ja genau, das finde ich halt irgendwie, das ist giga random auf jeden Fall. Ja, also da ist tatsächlich manchmal ist dann doch die Sprache, wie sie sich entwickelt, etwas seltsam. Ja. Interessiert,
Dieser Tempel wurde ebenfalls am Tage... Interessiert. Das ist, müsste interessant stehen, aber wie gesagt, wenn eine Textbox einmal geschrieben wurde, kann sie nicht mehr verändert werden. Ja. Dieser Tempel wurde ebenfalls am Tag des großen Feuers niedergebrannt. Und wie kann er dann wieder stehen? Auf ihren Fundamenten steht nun ein neues, modernes Gebäude. Ah, okay. Alles, was der Brand überließ, waren die Säulen um den sehr alten Antika-Tempel. Antika-Tempel, okay. Aha. Sie wurden fast zur Gänze von dem Feuer verschont. Manche bezeichnen dies als Wunder, andere als Werk der Schöpferin. Was für ein Blödsinn, die Schöpferin ist nur eine Außerirdische. Also, kurz, warum ich überhaupt die Gralsache kam, warum theoretisch gesehen der Heilige Gral, klar, erstmal standardmäßig eher als Kelch dargestellt wird, aber faktisch gesehen auch etwas einfacher sein kann. Ich hoffe, du hast den besten Abenteuerfilm aller Zeiten gesehen. Oh, welchen? Dass du fragen musst. Der blutet mein Herz. Natürlich Indiana Jones 3. Achso, ja doch, den habe ich natürlich gesehen. Ich habe alle Indiana Jones Filme gesehen, Steve. Ich habe den neuen bisher nicht geschaut. Ach nee, ja, den neuen habe ich tatsächlich auf DVD hier noch rumliegen, immer noch original einverschweißt. Weil ich habe mir den irgendwann mal geholt, weil ich mir so dachte, naja, für 1,99 € DVD kann man jetzt nichts falsch machen. Ja. Ich habe es mir aber bisher noch nicht getraut, mir den Film anzugucken. Das Problem ist halt, durch South Park weiß ich, dass es Außerirdische dort geben soll. Ja, ne, das weiß ich auch. Das hätte ich auch ohne South Park gewusst. Aber das sagt mir... Ich weiß durch South Park eher, dass in dem Film Indy mehrmals vergewaltigt wird. Ja. Das hier ist wohl ein alter Weihstab. Hat wohl jemand hier vergessen? Dann nehme ich ihn besser mit, bevor ihn noch jemand findet. Außer mir. Aber die anderen Sachen hat er nicht... Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Vor allem den Weihstab kann er ja auch nicht benutzen. Ja. Und die anderen Waffen hat er alle liegen lassen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sein Verhalten ist so blödsinnig. Außerdem weiß ich jetzt immer noch nicht so wirklich, wo wir hier genau hin sollen. Ja. Ach, hier unten geht's noch weiter. Guck mal, fröhliche Musik. Vielleicht hast du recht, vielleicht müssen wir wirklich zum Mana-Baum. Steve, können wir jetzt vielleicht wirklich den Speicherpunkt am Mana-Baum nutzen? Ja, das wäre cool. Wir gehen trotzdem erst nach unten links, wir gehen sozusagen die Wege hier. Genau, genau. Ja. Auf jeden Fall ist es dort so, dass Indy am Ende 3 Prüfungen ablegen muss. Bevor sozusagen den Heiligen Gral bekommt. Genau. Und in der 3. Prüfung ist es so, dass noch der letzte Gralritter sozusagen dort rumsteht. Und ihr sagt, Indy, ja, such dir einen Gral aus. Alle bringen dich um und einer macht dich unsterblich. Na lol. So, und dann sind da ganz viele. Und der Heilige Gral ist natürlich dann der unauffällige, zu einem Zimmermann passende Gral. Ja, logisch. Ja, ein Becher kann man sagen. Eher ein Becher sozusagen, wenn das Richtige nennt. Und da sind dann aber auch Teller zum Beispiel. Ja, so sagen die die Teller aussehen, den Suppenteller, sag ich jetzt mal, ne? Ja, aber mit Gold bestückt, ne? Genau, ich muss sagen, das sieht sogar ziemlich cool aus, wie dieses Auge so tot rumliegt. Ja, den Heiligen Gral, wie du es eigentlich schon gesagt hast, kann man auf verschiedene Arten und Weisen eigentlich darstellen, ne? Ja, klar, die meisten sind natürlich den Klassiker halt einen goldbestückten Kelch, sag ich jetzt mal, so ein... Genau, das ist immer so, wie er meistens in irgendwelchen christlichen Erzählungen dargestellt wird. Genau. Eigentlich kann man jetzt sagen, wiederum, jetzt mal um uns selbst zu kritisieren, warum es kein Plural gibt von Gral, weil ja, man kann ja sagen, dass ein Gral sozusagen der Eigenname eines Kelches ist, eines besonderen Kelches, wie eigentlich die Medusa, ja, ein Eigenname eines Gorgonen ist. Aber warum hat die Medusa denn einen Gral? Also, jetzt kann man natürlich sagen, nur weil man es bei einem Wort verkackt hat, muss man es nicht bei allen Wörtern verkacken. Aber es ist auf jeden Fall nicht intuitiv. Aber noch bescheuerter ist es, Leute, die dann sagen, ein Älter. Das habe ich dann häufiger gelesen. Du meinst statt für einen Elternteil sozusagen, ja, ein Älter. Ja, aber wenn Eltern die Mehrzahl ist, dann muss es ja auch eine Einzahl geben. Ja, ja, die Einzahl nennt sich dann Mama und Papa oder Mutter und Vater oder was auch immer. Ja, oder Elternteil, wenn du es jetzt sehr neutral haben möchtest, ne? Oder Erziehungsberechtigter. Aber eben nicht ein Älter. Oh mein Gott, die Augen haben uns erspäht. Ja. Das ist so. Das ist so. Ja, ne? Und auch hier haben wir wieder das ganz Typische, was wir auch in The Legend of Scheißmonsters hatten, ne? Dass, wenn wir hier mit Keiler die Attacken benutzen, ne? Wirbel kostet halb so viel wie Spalt. Aber macht nicht nur halb so viel Schadenspunkte, sondern eher so 2/3 Schaden, ne? Ja, das ist halt so aus Balancing-Sicht halt immer so eine Sache, weil ich ja dann nur der bessere Spell
in einem Bosskampf quasi lohnt, nach dem Motto, okay, hier muss jetzt wirklich den maximalen Schaden irgendwie anbringen, weil der Gegner zu stark ist oder so. Na, vor allem, wenn man so wenig Magiepunkte hat, eben wie die Mädels hier, ne? Ja, genau, das ist dann halt immer so eine Designsache. Das heißt nicht, dass die Mana-Kosten linear zum Schaden steigen müssen. Das ist ja kompletter Quatsch, muss es nicht. Das ist sogar vollkommen in Ordnung, wenn die teuren Spells... Guck dir das doch mal an, sie hat immer noch nur 92 Magiepunkte. Ja. Was soll das? Also sie bleibt das ist das Grundproblem, ja. Sie bleibt halt echt krass hinter den anderen zurück. Mhm. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob das hier überhaupt ein Weg ist. Ich glaube, das hier ist einfach nur optional. Hier waren wir einfach damals nicht. Genau, für die eine Melis oder... Nee, nicht mehr, eine blaue Arnika. Für die eine Melisse, für die Arnika und die drei Gegner hier. Ja. Sieht schon echt brutal aus, wie diese Augen einfach in zwei gespalten werden. Ja. Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Wir gerade lieber Scheiß-Mentor spielen, als dieses Spiel. Ne? Ich kann es mir vorstellen. Wobei ich zugeben muss, es hält sich hier gerade eigentlich in Grenzen. Daran liegt es, wir gerade kein Bullshit-Textbox. Ich wollte gerade sagen, wir haben gerade den Vorteil, dass ich mir jetzt gerade auch überlegt habe, wir haben jetzt auch nicht so unendlich viel Zeit und ich gehe einfach davon aus, dass wir am Mana-Baum dann wirklich speichern dürfen. Ja, ich bin mir ja noch nicht ganz sicher, ob wir es wirklich tun dürfen. Aber ich hoffe es einfach mal. Und deswegen, ja, man weiß ja nicht so wirklich, wann das Spiel mal wieder mit ein bisschen Bullshit ganz vielen Textboxen aufwartet, so ungefähr. Und wir haben jetzt gerade einfach die Möglichkeit, ja, ein bisschen random Bullshit zu labern, was wir sonst eigentlich eher so in Vampire's Dawn haben. Ja? Richtig, genau. Und das bietet sich ja auch gerade irgendwie ganz gut an. Es macht eben gerade tatsächlich viel Spaß. Und ich will den Spaß, solange das Spiel Spaß macht, will ich das aufrechterhalten. Weißt du, was meiner Meinung nach immer wieder eines der wichtigsten Aspekte in einem Videospiel darstellt? Ja, und der Spielspaß. Das Pacing, also... Ich weiß schon, was du meinst, genau. Spiel einen vorankommen. Und gerade am Anfang eines Spieles. Mir ist halt aufgefallen, und das ist halt auch bei guten Maker-Spielen, dass nicht die Intros nicht gecatcht haben. Also das Intro vielleicht grafisch gut aussieht, alles hübsch gemacht ist und so weiter, aber sich einfach so zieht, dass ich mir denke, also ich hätte jetzt schon gern irgendwie Gameplay. Genau, also ich hab's... Und das Interessante ist... Dieser Grabstein wurde zu Ehren der Brandopfer des großen Feuers angefertigt. Dass es durchaus auch kommerzielle Spiele gibt, die das falsch machen, und dass es lustigerweise da sogar einen Trend ins Negative mal gab. Und zwar hier ist ein Trend des Negativen Pokémon. Wenn du dir die erste Generation anschaust, oder auch die zweite Generation, dauert genau wie lange das Intro? Naja, du läufst einmal nach oben, holst das Paket ab, läufst wieder runter, holst das Paket ab, fertig, Intro vorbei. Genau. Ja, unter 30 Minuten überhaupt nicht mehr, vielleicht 30 Minuten, wenn du langsam alles liest und so weiter. So. Dann müssen wir mit dem Intro durch und das Spiel geht los. Genau, das war auf jeden Fall in den ersten beiden Generationen so, genau. Aber später dauert das immer länger. In der vierten Generation habe selbst ich, wo ich das erste Mal gespielt habe, und ich habe jetzt nicht, wo ich nicht jetzt gespielt habe, sondern einfach nur privat gespielt habe, habe ich trotzdem 45 Minuten gebraucht, bis das Intro zu Ende war. Und bis ich endlich frei Pokémon fangen konnte. Das ist für mich das Intro vorbei. Wenn du quasi jetzt endlich an dem Punkt, dass du jetzt sagst, hier... Na, ich wollte gerade sagen, das ging... Genau, das ging in den Remakes für Switch, ging das auf jeden Fall echt sehr, sehr schnell. Also ich hätte schwören können, da konntest du schon nach 10 Minuten Pokémon fangen. Genau. Es geht einfach ruckzuck. Die erste Generation ist sogar super kurz, was das Intro angeht. Aber umso später es wird, umso krasser wird es. Und wo ich dann Sonne und Mond gespielt habe, hatte ich irgendwann einen Punkt gehabt, wo ich immer gesagt habe, ich wollte eigentlich abends mal eine halbe Stunde, Stündchen nochmal so zocken. Und irgendwann gab es dann Abend, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt nur 45 Minuten noch, dann bin ich eigentlich schlafen. Nee, ich spiele es lieber nicht, weil nachher bin ich wieder in einer Zwischensequenz, die ewig dauert. Und weil das Spiel einfach so lange Zwischensequenzen hat, die sehen vielleicht alle ganz toll aus und da passiert auch relativ viel, aber weißt du, manchmal ist es so, dass ich auf einer Route bin und ich sehe da schon auch einen Charakter rum und ich weiß, oh, er wird mich jetzt wieder nerven, du erstmal speichern. Oh ja, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Das habe ich bei den Pokémon-Spielen immer, dass ich mir so denke, Vorsicht, da steht jemand rum, bloß dich anquatschen, warte. So, und das ist halt schade, weil hier in der Stadt, hier sieht man ja auch in der kommerziellen Spielerei, nicht nur Maker-Spiele machen Sachen falsch, Leute, das ist ja nicht... Wir meckern nicht nur über Maker-Spiele rum. Ja. Wir bemäkeln nicht nur Maker-Spiele. Ja, also auch wenn ein kommerzielles Spiel an der Stelle einfach. Also, es hat sich auch verschlechtert, was das Thema angeht. Guck mal, wir haben gerade einen alten Gral bekommen. Okay. Was auch immer das genau. Wir können einfach nachschauen. Was macht denn ein alter Gral? Wir können ja mal nachgucken. Guck mal, hier oben ist der alte Gral. Der hebt Geist um 5. Wie auch immer der Gral. Ich meine, verleihen wir uns den Gral ein? Ich meine. Heißt das, dass wir aus dem Gral trinken? Oder vielleicht weiß Mr. Lady doch einfach gar nicht, was ein Gral ist. Die benutzen wir übrigens alle, wenn wir die finale Party haben. Genau. Das ist ja, sollte, ja, denke ich mal, soweit logisch sein.
Und dann gleich mal es aus, wenn man zum Beispiel sowas wie, wenn nur, wir hätten Kyla am Ende oder so in der finalen Party ist, und der hat es noch mal dann was geben, links da die Blumen. Ja, perfekt. Ja, nein, ich stand, ey, das hast du genau in dem Moment gesagt, wo ich direkt davor stand. Ja. Oh mein Gott, es war so klar, wie erstmal eine Sequenz aufploppt. Es war so klar. Phil! Dürfen wir uns vielleicht auch da oben noch die blaue Annika holen oder mal speichern? Nein, das ist nicht wahr. Dieser Speicherpunkt ist nicht real. Wetten, dass Phil noch lebt? Sie ist bestimmt nur in Ohnmacht gefallen. Sag doch etwas. Mir geht's gut, sorry, ich hab mich nur verarscht. Schwester, was haben sie dir nur angetan? Mutter, ich meine, du bist nicht meine Mutter. Kyla, ich... Auch wenn du es nicht glaubst, es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid, wenn ich nur früher geahnt hätte, was Zordak geplant hatte. Zordak? Der war doch bisher eigentlich nur eine Puppe, eine Marionette. Hat der überhaupt irgendwas gemacht? Sie ist tot, oder wie? Es ist nicht deine Schuld. Dies konnte nicht einmal Phil voraussehen. Doch, ich meine, Zordak wurde etabliert als wahnsinniger Verrückter, der alle möglichen Leute umbringt, sogar ganze Städte vernichtet. Und da hätte keiner. Da sind sie nicht von ausgegangen, dass man auch mit diesem Lebensbaum kaputt machen möchte. Ja, eben, genau. Es war doch klar, dass er den Lebensbaum zerstören will und natürlich auch Phil, die wir gerade wieder mal nicht sehen können. Ja. Oder vielleicht hat er auch gar nicht so den Lebensbaum gemacht. Ach, sei verflucht, Zordak. Egal. Das wirst du mir büßen. Büßen, Steve. Büßen steht da. Ich werde dich rächen. Das schwöre ich. Fühl doch mal ihren Puls. Vielleicht lebt sie noch. Rache allein bringt uns nicht weiter. Das sagst ausgerechnet du? Also du Lisa tot am Boden liegen sahst, hattest du doch dasselbe gesagt. Und du hast auch verdammt recht. Wir müssen diese blutrünstigen Monster zur Strecke bringen. Aktiviere meine dunkle Magie. Ja, ich weiß, aber das kann nur ich allein tun. Genau, das kann nur allein ich tun, so. Es soll nicht noch jemand wegen mir sterben müssen. Wieso sterben? Was meinst du damit? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, der Tod hier von Phil ist so ziemlich der blutleerste Tod, den ich jemals in dem RPG-Maker-Spiel gesehen habe. Weißt du, was mich hier ein bisschen eher stört? Warum nicht die Blutspur, die fehlt, und warum es für mich nicht, nicht rüberkommt? Ja. Das fängt nur schon damit an, dass die Schmetterlinge da rumstehen, das Vogelzwitschern, so... So erschaffe ich keine Atmosphäre. Ja, es muss nicht immer gleich gewittern und dann Regen und Drama sein. Also die Musik ist schon dramatisch, ich weiß, aber der Rest passt halt überhaupt nicht dazu. Das stimmt, man hätte hier zumindest für diese Sequenz mal dafür sorgen können, dass das Vogelzwitschern weg ist und dass das Vogelzwitschern weg ist und dass die ganzen Schmetterlinge vielleicht auch mal von dem Map verschwunden sind. Schmetterlinge vielleicht nicht so. Und was auch funktionieren kann, ist zum Beispiel an der Stelle, wo sie innegeht und feststellt zum Beispiel, dass sie tot ist, zum Beispiel vielleicht den Screen ein bisschen abdunkeln oder sowas. Das kann zwar ein bisschen überdramatisiert wirken, das muss man halt gut einsetzen, sowas. Ja. Aber irgendwie war es mir zu emotionslos. Und jetzt sagst du, sie will sich rächen, okay, ja. Ja, man wird natürlich sagen, nein, tu es nicht. Und ich muss allein gehen, doch, wir gehen zusammen. Und am Ende wird sie jetzt wahrscheinlich in der finalen Party sein. Ja, und schön, dass es Phil nicht mehr ist, nachdem wir ein MP halbe gegeben haben. Wirklich, ja. Danke, Mystery Lady, danke. Vor allem, dass wir hatten überhaupt keine Ahnung, wann die Figur, also wirklich genauso wie in der Soap. Du weißt nie, bei welcher Folge die Figur plötzlich nicht mehr da ist. Ich würde es zumindest gut finden, auch wenn es natürlich immer ein bisschen, muss man auch wieder richtig rüberbringen, wenn man noch quasi das Inventar der Person bekommt. Wir wollen ja keine Leichenflederer sein, aber zumindest einfach nur aus reiner Spielerfreundlichkeit. Ja, aus reiner Spielerfreundlichkeit. Das reicht auch vollkommen aus, wenn das eine Textbox einsagt und nicht der Charakter sagt, so, ich nehme mal die Gegenstände hier noch mit, ich ziehe sie jetzt mal noch kurz aus. Genau. Los, reiß dir die Klamotten vom Leib. Ja, oder so manchmal, was man ja auch machen kann, ist eine Beerdigung und dann halt hat man trotzdem dann die Sachen, weil wetten wir, lassen sie jetzt hier an dem Baum liegen. Also das wäre irgendwie auch seltsam. Also zumindest, weiß nicht, wie gesagt, es ist vielleicht auch was anderes, wenn das Spiel bisher einen anderen Flow hätte, aber jetzt auf einmal von, man ist halt quatschig zu, es soll jetzt Drama sein. Also bei mir kommt es nicht rüber. Also wenn das Spiel etwas nicht hat, dann ist es Flow. Und ich glaube, ich habe es übrigens auch schon mal vorher erwähnt. Hast du dir eigentlich mal die Karte von Dunkless angeguckt, die Mr. X für uns angefertigt hat? Finde eigentlich die, also genauso hatte ich Dunkless auch so ein bisschen so im Kopf, ne? Von diesen Routen, die wir bisher immer gelaufen sind, hatte ich nämlich auch so immer das Gefühl, genau, wir bewegen uns eigentlich immer nur sozusagen
irgendwo in der Mitte der Welt, ne? Ja, genau. Richtig. Ich bin nicht da, nenn mich also nicht mehr so. Aber das weiß sie doch nicht, das hat sie doch gar nicht mitbekommen. Woher soll sie das wissen? Ja. Wie? Was heißt? Mein Geburtsname ist Hermon. Hermon de Cruz. Und ich möchte gerne in Zukunft von euch so genannt werden. Vor allem von euch. O noble Dame. Ja, Mann. Aber Nalans Bruder hieß doch so. Ha! Und jetzt zähl eins und eins zusammen. Das ist kein Zufall, richtig? Es ist wahr. Ich bin der größte Edgelord auf der Welt. Weißt du, was und seit auch, der Bruder. Was auch so eine Sache ist, zum Beispiel, dass erst der Charakter jetzt aufploppt, aus der Tasche rauskommt, wenn er was zu sagen hat. Ja, genau, das finde ich auch sehr schade. Das ist aber auch in anderen Spielen, wird das nämlich tatsächlich nochmal so dargelegt, dass wenn die Gruppe dann, ja, also wenn es sozusagen was zu besprechen gibt, wenn irgendwie gerade ein Story-Moment kommt, dann gehen sozusagen alle raus, ne? Und selbst wenn sich nur zwei Figuren unterhalten, dann stehen die anderen aber trotzdem dabei. Das finde ich ja sehr, sehr schade, dass, ja, die Figur kommt erst aus unserer Tasche rausgeploppt, wenn sie wirklich was zu sagen hat. Warum? Warum wird sie nicht... Vor allem in unserem Inventar ist. Ja, scheinbar, ne? Also es wirkt dann halt... Also, das wirkt dann halt irgendwie, komisch. Ich finde es in Ordnung, dass man gar nicht ein Hinterlaufskript hat, weil Hinterlaufskripte sind eh manchmal einfach nur, naja, das braucht man nicht. Aber dieses Aufploppen erst dann, wenn die Person was sagt, ist so... Gerade wenn man ja Facesets hat, ist doch klar, wer redet. Deswegen braucht man genau. Also muss man es nicht so machen, wie das gerade gemacht wurde.